Ich muss gestehen, ich selber kann die Bücher des Psychoanalytikers Jacques Lacan nicht lesen. Sie sind mir zu kompliziert. Aber ich lasse mir Lacan gerne erklären, denn was er zu sagen hat, ist spannend und eröffnet tatsächlich neue Einsichten in den Menschen und in die Welt. Der Psychiater und Psychoanalytiker Jacques Lacan war in den 50er, 60er und 70er Jahren einer der einflussreichsten und umstrittensten Intellektuellen Frankreichs. Sigmund Freud zum Beispiel hat er völlig umgekrempelt, will heißen völlig neu interpretiert, mit großem philosophischem Gewinn. Aber Lacan ist, wie gesagt, kompliziert. Wir versuchen heute, Schneisen in sein Denken zu schlagen, mit zwei Lacan-Kennern, dem Psychoanalytiker Peter Widmer, Präsident des Zürcher Lacan-Seminars, und dem Basler Philosophen Andreas Cremonini. Er hat ein Buch über Jean-Paul Sartre und Jacques Lacan veröffentlicht. Michael Pfister weist den Weg. Peter Widmer, Andreas Cremonini, herzlich willkommen am Sternstundentisch. Wir haben eine Herkulesarbeit vor uns, nämlich Jacques Lacan zu verstehen, zu erklären. Er gilt als einer der schwierigsten, aber auch einflussreichsten Denker der französischen Philosophie im 20. Jahrhundert, ist aber eigentlich Psychiater und Psychoanalytiker, 1901 geboren, 1981 gestorben. Und wenn man darüber spricht, dass man sich mit Lacan beschäftigen will, eine Fernsehsendung über ihn machen will, dann ist die Reaktion oft: Ach, dann verstehe ich vielleicht endlich etwas. Viele Leute sagen, sie hätten es versucht, aber es sei einfach unmöglich, in diesen Text zu dringen. Man hat das Gefühl, die Berühmtheit von Jacques Lacan und seine Verständlichkeit stehen in einem umgekehrt proportionalen Verhältnis. Können Sie das nachvollziehen, Andreas Cremonini? Woran liegt das? Ja, vielleicht möchte ich gleich eine Unterscheidung machen. Ich bin auch sehr oft mit dem Vorwurf konfrontiert worden, dass man Lacan nicht versteht oder dass man nicht verstehen kann. Und ich glaube, man muss da zweierlei unterscheiden. Auf der einen Seite ist das ein Deckwort für Faulheit, mangelnde Zeit, Ignoranz. Und das ist aber dann keine Besonderheit, die Lacan betrifft, sondern das kann man auch zu Hegel sagen, zu Heidegger, was auch immer. Da geht es einfach darum, diskursive Felder abzustecken und Zuständigkeiten zu regeln. Aber der zweite Punkt, ich glaube, der ist viel interessanter. Ich glaube, wenn sich jemand ernsthaft bemüht hat, an den Lacanschen Texten zu arbeiten, dann bleibt trotzdem eine Art Rest Unverständlichkeit. Und ich glaube, das führt uns direkt auf den Begriff des Wissens bei Lacan, weil Lacan nicht einfach Wissen vermitteln will im Sinne von wissenschaftlichen Aussagen, sondern dass er seine Texte in Form eines Sprechens, also durch eine performative Dimension anreichert. Und das führt dazu, wenn Sie Lacan lesen wollen, dann sind Sie immer auch beteiligt an der Entzifferungsarbeit dieser Texte. Und Foucault hat das mal so formuliert, Lacan lesen ist immer auch eine Arbeit an sich selber. Das heißt, wenn man Lacan verstehen will, macht man das bis zum gewissen Grad immer auf eigene Faust. Also man beteiligt sich am Prozess dieser Sinnfindung. Und wer dann sagt, ich verstehe nicht, hat ein bisschen zu wenig gearbeitet, könnte man so sagen. Peter Widmer, es gibt viele Einführungen zu Jacques Lacan, das ist ja auch ein Beweis dafür. Es gibt offenbar ein großes Bedürfnis, sich helfen zu lassen. Sie haben selber auch eine geschrieben, schon zum ersten Mal veröffentlicht, von vor 20 Jahren schon, Subversion des Begehrens. Kann man denn das, eine Einführung zu Lacan, geben oder worauf kommt es an, wenn man da helfen will? Also ich kann anknüpfen bei dem, was mein Kollege Andreas Cremonini gesagt hat, beim Verstehen. Es hat auch zu tun, die Schwierigkeit des Verstehens mit dem Gegenstand der Psychoanalyse, mit dem Unbewussten. Es geht ja nicht darum, dass wir irgendeine Aussage nachvollziehen können, sondern diese Aussage, die steht in einem bestimmten Zusammenhang mit dem Unbewussten. Nehmen wir einen Traum. Man kann einen Traum erzählen, einen Traumtext hat man dann, eine Traumerzählung. Aber das Verstehen ist eigentlich noch einmal etwas anderes. Also zuerst geht es immer darum, mal nicht zu verstehen und dieses nicht zu verstehen zu akzeptieren und sich dann allmählich auf die Sache einzulassen. Und ich denke, wenn man eine Einführung schreibt, ist es nicht viel anders. Es geht darum, auch etwas von dem, was sich verbirgt, was sich im Unbewussten per Definition verbirgt, sonst wäre es eben nicht das Unbewusste, doch zur Darstellung kommen zu lassen. Und das ist immer eine paradoxe Sache, eine Anstrengung,
beruht auf einem Paradox. Es geht nicht anders. Und da ist auch zugleich das Wissen und das Nichtwissen ist nicht unbedingt eine Antinomie, sondern das Wissen ist immer auch ein Wissen, ein sehr partielles Wissen. Und das Nichtwissen, das hat einen sehr großen Platz. Zum Beispiel in jeder Psychoanalyse geht es immer um das Nichtwissen. Und wenn man als Beispiel jetzt irgendeine Fehlleistung hört, einen Traumbericht hört, eine Traumerzählung, dann ist zuerst einmal einfach pures Nichtwissen da. Und doch ist es eine Ahnung davon, irgendetwas ist da dran. Man hat ja auch den Eindruck, dass sich die Schwierigkeit des Textes bei Jacques Lacan von anderen, sagen wir, universitären Texten, schwierigen theoretischen Texten unterscheidet. Kann es denn sein, dass er sogar die Sperrigkeit zu einem Stilmittel gemacht hat, aber sicher, ganz bewusst so geschrieben hat? Mhm. Ein Beispiel dazu, er hat versucht, in seinen späten Jahren, nicht die allerletzte, sondern die vorletzte Topologie, die beruht auf sogenannten Mathemen, wo er Diskursformationen dargestellt hat. Was meinen Sie mit Topologie? Topologie, also es geht darum, etwas von dem darzustellen, was sich im Psychischen ereignet. Ausgangspunkt ist immer wieder die Sprache. Man spricht, man erzählt über etwas und dann erfasst die Sprache etwas, aber sie grenzt immer auch etwas aus. Und genau das, was ausgegrenzt wird, das hat er zum Thema gemacht. Das ist das, was in der Psychoanalyse eigentlich Agent genannt wird. Das, was zur Sprache kommen sollte, aber eben nie ganz zur Sprache kommen kann. Das ist das, was er das Objekt klein A nennt und was immer teilweise symbolisiert werden kann, aber immer ein Rest bleibt. Und deswegen, auch von da weg kann man zeigen, es geht gar nicht so sehr um das Verstehen, sondern es geht auch um die Erfahrung dessen, dass die Sprache auch Grenzen hat, dass sie nicht alles sagen kann. Ein paradoxes Unterfangen in gewisser Weise. Mhm. Herr Cremonini, Lacan hat ja eben weit über die Grenzen der Psychoanalyse hinaus andere Denker beeinflusst, viele Leser gefunden, auch trotz dieser Sperrigkeit, dieser Schwierigkeit. Wenn Sie ganz kurz sagen müssten, woran das liegt, was macht ihn für Philosophen beispielsweise interessant? Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, glaube ich. Das eine ist, dass Lacan sich ja sehr ausgiebig bei, sagen wir, fremden Diskursen bedient. Also er hat Philosophie rezipiert, Kojève, Lévi-Strauss dann auch, der Strukturalismus. Zum anderen, glaube ich, gibt es in diesem Ausgreifen der Psychoanalyse ein systematisches Problem. So wie Freud zur Artikulation seiner Wissenschaft vom Unbewussten auf die Neurobiologie seiner Zeit zurückgreifen musste, auf mechanistische Metaphern und so weiter, so greift Lacan auf bestehende Diskurse zurück, um sich dann durch diese Kurse hindurch auf etwas zuzubewegen, was dann der Gegenstand der Psychoanalyse sei. Und deshalb glaube ich, dass die Psychoanalyse in dieser Form sehr viele Anknüpfungspunkte in Richtung auf Filmwissenschaft, Literaturwissenschaft, Gender Studies und andere liefert. Also auch ein transdisziplinärer Denker par excellence, sowohl was seine Quellen als auch was seine Wirkung angeht. Gehen wir vielleicht noch etwas auf die Person Jacques Lacan ein. Das ist immer so eine Sache mit Biografien, aber doch, es ist ja keine ganz übliche Biografie. Er ist Psychiater, vielleicht relativ spät zur Psychoanalyse dann gekommen, aber er hat vorher schon Kontakte zu den Surrealisten gehabt in den 20er Jahren. Und die Surrealisten sind ja dafür bekannt, dass sie sich mit dem Rausch, mit dem Wahnsinn, mit dem Traum, mit dem Unbewussten befasst haben. Wie weit hat das Lacan auch geprägt, Herr Wittmann? Ich glaube, das ist von A bis Z etwas wie eine Konstante geblieben. Es gibt ja sehr vieles im Lacanischen Werk, das Veränderungen erfährt. Es ist insgesamt ein Work in Progress, könnte man sagen. Und wenn man sich jetzt darauf versteift, Lacan zitieren zu wollen, gesagt, das hat er gesagt, dann findet man ganz bestimmt Beispiele, wo er etwas anderes gesagt hat. Aber in Bezug auf die Surrealisten kann man vielleicht eine Ausnahme machen. Und zwar insofern, als die Surrealisten davon ausgehen, von der Fantasietätigkeit, die ja getragen ist von dem, was Lacan den Signifikanten nennt. Und dieser Signifikant, der verdankt sich nichts Realem. Das heißt, die Sprache, die konstituiert eine Realität, aber auch Fantasien.
ohne dass damit immer etwas Reelles gemeint ist. Also signifikant wäre dann die materielle Erscheinungsweise der Sprache. Ja, der zum Laut, Beispiel die Laute, Buchstaben. Genau. Ja, die Phoneme, die Laute, was man so spricht. Und da kann man alles Mögliche erfinden. Und genau diese Losgelöstheit von der Realität, dieses Nicht-Angeklebt-Sein zu demonstrieren, dafür ist das surrealistische Denken sehr geeignet. Und das hat sich Lacan von Anfang weg zu eigen gemacht und eigentlich nie aufgehört damit. Man könnte sogar von da weg dann einen Bezug oder einen Unterschied zu Freud sehen, bei dem das ja auch zum Teil ist, aber Freud wollte immer wieder wie ein letztes Reales finden, wo dann die Sprache doch irgendwo angedockt ist. Und bei Lacan ist das entkoppelt. Die Surrealisten haben ja auch Lacans Dissertation begeistert gelesen oder zumindest herumgereicht. Und die hat sich mit Paranoia befasst, mit dem Verfolgungswahn. Und es gab einen Surrealisten, Salvador Dalí, der auch eine kritische Paranoia als Erkenntnismethode gepflegt hat. Gibt es da auch, sagen wir, Verbindungen zwischen Lacan, der Kunst der Surrealisten, und der Philosophie im Sinne von Erkenntnistheorie? Also durch die Paranoia etwas erkennen? Ja, direkt zur Philosophie, so glaube ich nicht. Ich glaube, das ist schon etwas, was ganz spezifisch für die Psychoanalyse ist. Vielleicht sollte man noch betonen, dass Lacan viel stärker als durch Freud, der ja zur Zeit seiner Diss noch nicht wirklich prominent in seinem Werk vorhanden war, eigentlich durch die Surrealisten inspiriert worden ist. Ja, und hat versucht, sich durch diesen Einfluss der klassischen Psychiatrie seiner Zeit, sagen wir, zu entziehen. Jetzt zu Ihrer Frage. Bei Dalí geht es ja darum, dass wir bestimmte Formationen auf zwei Arten lesen können. Also wir haben das Bild, das etwas zeigt, und ich kann es einerseits als ein Gesicht oder als eine Landschaft lesen. Also wie ein Vexierbild. Wie ein Vexierbild, genau. Und die Frage oder die interessante Frage ist, was leistet eigentlich diesen Umschlag? Und da sehe ich eine gewisse Analogie zum Verfahren der Psychoanalytiker, die ein bestimmtes Wort ja auf verschiedene Arten hören oder lesen oder interpretieren können. Ich glaube, das ist ein ganz interessanten methodischen Punkt dabei Dalí gefunden. Was ist dabei dann paranoid? Also der Psychoanalytiker ist ja dann plötzlich in der Rolle dessen, der gibt es das auch, diese Annäherung, dass Lacan in diese Richtung geht, dass eigentlich das Pathologische, das Krankhafte gar nicht so krankhaft ist, sondern einem Grundelement unseres Lebens, unseres Erkennens entspricht. Das glaube ich schon. Also ich glaube, das sagt er auch ganz explizit. Also er sagt, dass ich eine paranoide Konstruktion genau. sei. Ja? Also das heißt, dass wir in unserem Selbstverhältnis eine bestimmte Form zur Welt auch haben oder vorfinden, die davon ausgeht, dass die Dinge Bezug auf uns haben. Ich glaube, das ist die Grundidee der Ja, vielleicht der kann Paranoia man da eine Illustration machen. Und ich glaube, man muss schon unterscheiden zwischen paranoid und Paranoia. Also paranoid, das ist so ein bisschen eine Färbung von Paranoia. Aber eine wirkliche Paranoia, das ist ein Warnsystem. Und das gehört unter Psychosen, unter Krankheiten. Hingegen das Paranoide, das ist eine alltägliche Erscheinung. Das gibt es ja auch bei Sachen, so die Beschreibungen. Man geht in den Wald, man hört irgendwie ein Rascheln und man denkt, ja, also wer ist dann im Wald? Irgendjemand könnte sich versteckt haben hinter einem Baum, obwohl man genau weiß, es ist nicht so. Das sind so eigentlich paranoide Erscheinungen. Paranoia wäre dann, ich lese Zeitung und ich sehe, ah, die haben extra für mich etwas geschrieben, da ist die Polizei schon vor dem Haus und ich werde nächstens verhaftet und abgeführt und solche Dinge und das wirklich glauben, nicht nur so vermuten. Also im Französischen gibt es einen Unterschied von en croire und y croire. Etwas ganz bestimmt glauben, unerschütterlich, wie Schreber, wenn er über seinen Erfahrungsbericht schreibt, über sein Leben schreibt. Und etwas vermuten, das ist noch mal etwas anderes. Das ist schon etwas paranoid, aber noch nicht die Paranoia. Es fällt dann, wenn man Lacans Karriere anschaut, auf, dass er als Psychoanalytiker zwar einerseits doch immer mehr so etwas wird wie ein Papst, einer, der die ganze Szene beherrscht, aber andererseits auch in Grabenkämpfe verwickelt ist. Immer wieder muss er den Ort wechseln, wo er seine legendären Seminare hält. Er wird aus Vereinigungen ausgeschlossen, gründet neue und das geht immer weiter so. Gehört das einfach auch zur Kultur der Psychoanalyse oder sagt uns das etwas auch über Jacques Lacan? Schwierige Frage, weil wie soll man das beantworten? Was für Kriterien soll man hier dazu nehmen? Es hat sicher etwas mit Lacan zu tun,
Aber ich denke, es hat auch etwas zu tun mit seiner Unerbittlichkeit. Zum Beispiel der Ausschluss war nicht unbedingt Grund, seine Lehre war nicht unbedingt Grund für seinen Ausschluss, sondern vielmehr die zeitlich kurzen Sitzungen, die er gemacht hat. Das war vielmehr ein Anstoß. Und da wollte er sich einfach nicht kleinkriegen lassen von den Normen der IPA. Und er hat die Idee gehabt, dass das Sprechen eine eigene Dynamik hat, dass an ganz bestimmten Stellen eine Sitzung unterbrochen wird. Und das kann dann schon nach 5 Minuten sein? Das kann nach 5 Minuten sein. Machen Sie so etwas auch heute als lacanianischer Psychoanalytiker? Ich mache manchmal variable Sitzungen, also ich gucke sicher nicht so auf die Uhr und sage, so, jetzt ist die Zeit um und fertig, sondern es gibt schon immer eine Dynamik, aber ich mache es nicht so, dass ich den Eindruck habe, nach jeder Verdichtung müsste man auch eine Sitzung abbrechen. In einer Sitzung kann sich das 2-3 Mal wiederholen, vielleicht aber auch gar nicht. Und dann sind es Sitzungen, wo man Geduld haben muss, bis wieder etwas kommt. Aber diese Entkoppelung von Uhrzeit und Skandierung, das finde ich schon ein wichtiges Element. Skandierung würde heißen, man betont dann etwas, was der Analysant oder Analysant, wie es dann bei Lacan heißt, gesagt hat. Ja. Dadurch, dass man in dem Moment abbricht. Ja. Das hat ja auch die Psychologie zum Beispiel nachgewiesen. Ich glaube, es gab einen Psychologen namens Zeigarnik, den Lacan irgendwann erwähnt, der nachgewiesen hat, das bleibt einem besser im Gedächtnis, was eben unerledigt ist. Und deswegen sollte der Analysant nicht weggehen, so quasi mit dem Gefühl einer runden Sache, das ist jetzt abgeschlossen, das haben wir. Da könnte man bis zu einem Bogen zum Verstehen machen. Genau da, wo man das Gefühl hat, etwas bricht neu auf. Das kann ein Moment von Skandierung sein. Jetzt gibt es viele Zeugnisse über Lacan, die ihn auch durchaus in einem etwas düsteren Licht zeichnen zum Teil. Also vielleicht auch Ausdruck dieser Streitigkeiten und Vorwürfe. Aber er wird zum Teil, wird gesagt, er sei sehr geldgierig gewesen, Luxus sei für ihn wichtig gewesen. Kaviar zum Beispiel nach dem Kino, oder er sei sehr schnell gefahren als Autofahrer, ein Raser, er sei ein Nero gewesen. Andererseits hat er sich sehr gut vernetzt und eben über die Psychoanalyse hinaus. Herr Cremonini, glauben Sie, das ist auch ein sehr genialer Gestalter seiner Karriere gewesen? Also auf der einen Seite, glaube ich, ist es ganz deutlich, dass man, wenn man die Biografie von Frau Rudinescu liest, ich glaube, das ist eine Aufsteigerbiografie. Darauf legt sie auch immer wieder Wert. Und wie in allen Aufsteigerbiografien gibt es, sagen wir, einen starken Willen zur Macht, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Aber auf der anderen Seite denke ich, dass man da nicht zu stark auf diese Seiten schauen sollte. Ich glaube, eine Gefahr, eine Schwierigkeit des Umgangs mit Lacan ist eben, dass man diesen Anekdoten verfällt und dann entweder Hagiographie betreibt oder dämonisiert. Ich glaube, das ist etwas, da bietet sich Lacan natürlich an, in gewisser Weise, durch bestimmte Eigentümlichkeiten seines Charakters. Aber ich glaube, das ist nicht weiter interessant, wenn man sich mit Psychoanalyse oder mit Lacan beschäftigen will. Also Sie würden den Text vorziehen, den reinen Text, ohne ja, unbedingt. Person des Autors. Ja. Trotzdem wollen wir vielleicht jetzt uns kurz anschauen, wie er denn aufgetreten ist. Es gibt wenige filmische Zeugnisse von Auftritten von Jacques Lacan. Er war 1972 eingeladen in Louvain, im belgischen Löwen, in einem Universitätshörsaal, hat da einen Vortrag gehalten und das ist gefilmt worden. Davon wollen wir uns eine kleine Szene anschauen. Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose. Mais ça n'est plus très répandu. Le comble du comble, c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. Ja, Peter Wittmer, das hat etwas Komödiantenhaftes. Oh. Auf jeden Fall ein sehr charismatischer Auftritt. Ich glaube, Sie haben ihn auch mal selber erlebt. Ja, kennen Sie ihn da wieder?
Ich war etwa 2 Jahre vor seinem Tod, habe ich an einem Seminar von ihm teilgenommen, zum Zeitpunkt, wo er seine École Freudienne aufgelöst hat. Da war er aber schon doch sehr alt und hat trotzdem noch mal aufgerufen zu einer Neugründung. Ich habe gedacht dabei, wie kann er das noch machen? Da hat sicher die Kraft gefehlt. Und was, es ist ja dann so, dass das zu einem Streitpunkt geworden ist mit dieser Nachfolge der École Freudienne, mit der École de la Cause, mit seinem Schwiegersohn Jacques-Alain Miller, alle diese Geschichten. Aber Lacan selber hat sicher noch Pate gestanden für diese neue Institution, aber selber hat er nicht mehr Kraft, die zu strukturieren und aufzubauen. Und was er gesagt hat, das war sehr wenig. Das Seminar, das dauerte nicht mehr sehr lange. Er war sehr zitterig und doch sehr gebrechlich. Aber Seminar hieß immer, dass er eigentlich gesprochen hat und man hat zugehört. Das war kein Gespräch. Nicht immer, aber sicher in den letzten Zeiten. Es gibt zum Beispiel ein Seminar, sind ja noch lange nicht alle veröffentlicht. Zum Teil sind sie übers Internet zugänglich, zum Teil Raubdrucke oder private Kopien. Zum Beispiel im Seminar 12, da ist über weite Strecken wird sehr viel diskutiert. Damals war aber das Seminar geschlossen und es war eigentlich vorbehalten für die Ausbildung für angehende Analytiker oder für bereits arbeitende Analytiker. Später hat sich dann das verändert mit den Orten, wo er aufgetreten ist, hat er es öffentlich gemacht und dann gab es diese Restriktionen nicht mehr. Und da war es eigentlich eher selten, dass diskutiert worden ist. Aber es kam auch noch vor. Manchmal ist im Anhang zu einem Seminar sind noch kleine Diskussionen dargestellt. Aber ich würde sagen, 90% oder noch mehr hat Lacan gesprochen. Keine Frage. Herr Cremonini, wenn Sie jetzt Lacan so sehen, würden Sie sagen, ja, das bestätigt mich, ich bleibe lieber beim Text. Es hat doch schon etwas Faszinierendes, nicht? Auch diese Art des Auftretens. Man kann ja in der Philosophie froh sein, dass man mehrheitlich mit Texten oder Autoren zu tun hat, von denen es keine Filmaufnahmen gibt. Also die Vorstellung, ich möchte keine Filmaufnahmen von Sokrates sehen oder von Kant oder von Spinoza. Insofern, das hat natürlich etwas Komödiantisches, erinnert an Coluche, hat etwas Performatives. Auf der anderen Seite, ich denke, die interessante Frage ist doch, dass Lacan über eine relativ lange Zeit hinweg die wirklich interessanten Köpfe der französischen theoretischen Szene inspiriert hat, in seinen Bann gezogen hat. Und ich denke, das ist etwas, was man vielleicht nicht nur aus solchen Filmeinspielungen wirklich herausziehen kann. Da war wirklich auch eine theoretische Auseinandersetzung am Puls der Zeit zu sehen und zu bezeugen. Er hat ja hier etwas gesagt über das Wissen. Der Psychoanalytiker hat sich gefragt, ob man ihnen dieses Wissen heute noch zutraue, ob sie sich es selber überhaupt noch zutrauen. Das war in diesem kurzen Ausschnitt das Thema. Kommen wir doch auf die Psychoanalyse als Phänomen, als Fach, aber auch als Therapieform. Wir leben, glaube ich, in einer Zeit, in der diese naturwissenschaftlichen Realitäten, die Sie schon angesprochen haben, an Wert zugenommen haben, wenn es darum geht, worauf vertrauen wir? Also Stichwort Hirnforschung, Stichwort Evolutionstheorie. Und wenn es einem seelisch nicht gut geht, dann nimmt man eben Psychopharmaka. Kämpft die Psychoanalyse heute ums Überleben? Wie sehen Sie das, Herr Wittmer? Ich möchte, bevor ich auf diese Frage komme, noch einen ganz kleinen Annex machen zu vorher. Man darf nicht vergessen, Lacan hat über, ich glaube, 26 Jahre lang diese Seminare wirklich regelmäßig jedes Jahr eines gehabt, mit wechselnden Titeln. Und da war es keineswegs so, dass das eine Lehre ex cathedra ist, das ist ein Enseignement, aber es ist nicht eine fixe Doktrin, sondern er hat seinen Weg dargestellt. Und er hat sich selbst einen Analysanten genannt. Das heißt, das Publikum war für ihn in dem Sinn eine Art Analytiker. Also er hat etwas produziert, was nicht möglich gewesen wäre ohne sein Auditorium. Und das gehört auch mit zu den Diskursen. Und das Wissen, jetzt komme ich zum anderen Punkt, zu Ihrer Frage. Das Wissen hat natürlich sehr große Wandlungen durchgemacht. Wenn wir es mal von daher anpacken, mit den Neurowissenschaften, da gibt es eine große Transformation dessen, was man Wissen nennen kann. Denken wir noch einmal, was wir gesagt haben über die Surrealisten. Es gibt diese Autonomie der Sprache.
Wenn man vom neurowissenschaftlichen Diskurs ausgeht, gibt es diese Autonomie der Sprache nicht. Das heißt, alles ist eigentlich ein Effekt dessen, was im Gehirn abläuft. Und da sind natürlich fundamentale Differenzen da, die die Psychoanalyse ganz sicher bedrohen. Also je mehr Leute der Überzeugung sind, man kann vielleicht eines Tages einmal ablesen, was jemand träumt aufgrund von Messungen von Gehirnströmen, desto schwieriger wird es die Psychoanalyse haben. Wobei ich denke nicht, dass das so sein wird. Und glaube, dass es diese Autonomie der Sprache tatsächlich gibt. Und ist insofern genau ist die Psychoanalyse, wird weiterleben. Aber ob das geglaubt wird, das ist eine andere Frage. Dafür kann man einstehen, aber nicht mehr tun. Das ist auch ein Kritikpunkt, der oft genannt wird. Lacan selber hat auch gesagt, die Psychoanalyse ist keine Wissenschaft, sondern une pratique de bavardage, eine Praxis des Schwatzens im Prinzip. Und das sagen ja dann viele Leute. Da wird ein bisschen geplaudert und erzählt, aber geheilt ist man nachher nicht oder es geht einem immer noch gleich schlecht. Ist es der Anspruch der lacanianischen Psychoanalyse, wirklich das Wohlbefinden zu steigern? Da ist es nicht anders als bei Freud. Das, was man Heilung nennen könnte, ça vient de surcroît, sagt Lacan. Also das kommt nebenher, das geht nebenbei. Die Psychoanalyse, die widersetzt sich dem, dass man etwas eingrenzt, fokussiert und dann sich darauf losstürzt und sagt, da ist das Problem. Ich kann nicht über eine Brücke gehen, also ist es das Problem, wir müssen das trainieren. Das geht so nicht. Sondern es wird aufgefasst als ein Symptom. Und das Symptom, das kann man sagen, das ist vergleichbar wie ein Pilz. Aber das Myzelium, das, was diesen Pilz ausmacht, das liegt nicht immer unter dem Pilz. Das ist vielleicht woanders. Das heißt, man muss es suchen. Und suchen, das Wissen ist immer beim Analysanten letzten Endes. Die Kunst des Analytikers besteht darin, dieses Wissen, was eben der andere weiß, hervorzuheben, zur Artikulation zu bringen. Und es ihm dann zu sagen, was er eigentlich selber weiß und nicht gewusst hat, dass er es weiß. Das würde auch heißen, die Heilung durch ein Medikament ist vielleicht dann eine Scheinheilung und es bricht dann an einer anderen Stelle wieder hervor. Herr Cremonini, die Psychoanalyse ist ja von Anfang an, auch bei Freud, nicht nur Therapiepraxis, sondern auch Kulturtheorie. Ist es das, was Sie für den Philosophen auch interessant macht? Ja, unbedingt. Wobei ich noch mal unterscheiden würde, ich würde sagen, was die Psychoanalyse wirklich interessant macht, ist diese Art von Zwischenstellung zwischen reinem Biologismus, so wie wir die bei den neurobiologischen Konzepten haben, und auf der anderen Seite einem Kulturalismus. Also man könnte sagen, die Psychoanalyse ist nicht so defätistisch, wie die biologischen oder naturalistischen Theorien des Geistes sagen, dass sie sagt, das ist alles festgelegt, das ist alles determiniert. Sie ist aber auch nicht so optimistisch wie viele philosophische Theorien des Geistes, die sagen, der Mensch ist frei, er ist autonom, er muss sein Schicksal gewissermaßen selber in die Hand nehmen. Und ich denke, die Psychoanalyse mit dem Begriff des Psychischen versucht, einen Zwischenbereich zu denken, zu konzipieren, in der eben Spielräume da sind, aber nicht beliebige Verfügbarkeit. Und ich glaube, das macht sie für unsere Zeit hochinteressant. Und ich denke, dass diese neurobiologischen Modelle früher oder später revidiert werden müssen. Das finde ich spannend. Also Sie würden sagen, die Psychoanalyse hat eine Mittelstellung inne, eine Balance. Und das würde heißen, auch ein Lacan würde vielleicht einen Zuständigkeitsbereich sehen. Also hier ist die Biologie ausschlaggebend oder hier kann der Arzt mit Medikamenten etwas machen. Und in einem anderen Bereich geht das eben nicht. Und dort müssen wir auf die Sprache zum Beispiel hören. Würden Sie das so sehen? Würden Sie dem zustimmen? Man müsste noch einmal noch mehr differenzieren, finde ich. Es gibt ganz sicher Bereiche im Körper, wo das Psychische eigentlich nicht zuständig ist. Also ich glaube, es ist keine Frage, dass es Krankheiten gibt, die mit dem Psychischen nichts zu tun haben. Es ist schon irgendwie ein Panpsychismus, dass wenn man denkt, jede Art von Störung, von Krankheit, die wäre jetzt als Symptom aufzufassen. Das würde in der lacanianischen Psychoanalyse, glaube ich, nicht geteilt, eine solche Auffassung. Es gibt Grenzbereiche, wo man sich fragt, ja, ist das noch psychosomatisch, hysterisch oder irgendetwas vom Psychischen her beeinflusst? Aber es gibt ganz sicher irgendwelche Störungen, wo das Psychische nichts zu suchen hat. Und dann gibt es aber Bereiche, wie zum Beispiel das, was Freud schon Konversion genannt hat. Das heißt, ein Symptom, das als körperliches erscheint.
sagen wir mal, man hat irgendein Magenproblem oder eine Sehstörung oder eine Hörstörung oder eine Sprachstörung, Beispiel Stottern oder so etwas. Das sind ja alles körperliche Phänomene. Und da ist es schon erstaunlich, wie diese Praxis der Bavardage, dieses Geschwätz, wie plötzlich das andocken kann am Körper. Wie eben dieses Symptom eine Art, ein Wissen enthält, das es freizuschaffen gilt. Was nicht heißt, dass nachher alles verschwindet. Das hat vielleicht der frühe Freud geglaubt. Da war er ganz optimistisch. Aber es ist doch so, dass man erfahren kann, dass ein Symptom eine Struktur hat. Und in dieser Struktur ist die Sprache etwas sehr Wichtiges. Und das kann sogar einen Bezug zum Witz haben. Es kann witzig sein, wie der Traum ja auch. Oft wird ja Lacans Lehre kurz gefasst als, er hat das selber so genannt, Rückkehr zu Freud. Also er ist in gewisser Weise der Wiederentdecker oder der wahre Leser von Freud, andererseits aber auch ein Neuinterpret. Was ist denn der Schritt, den er macht? Also was übernimmt er von Freud und was macht er daraus an eigenem? Also da ist natürlich ein gewisser Grad von Stilisierung, denke ich, auch am Werk. Ich glaube, das strategische Interesse von Lacan war zu einer bestimmten Zeit, eine bestimmte Dimension des Freudschen Werkes gegen Schulen zu verteidigen, die, sagen wir, den Freudismus vereinfacht haben. Also gegen eine bestimmte Entwicklung der Psychoanalyse, die in Richtung auf Kur, Ich-Stärkung oder was auch immer hinausgeht. Und Lacan greift auf den, sagen wir, heretischen, auf den schwierigen, abseitigen Freud zurück und erneuert, sagen wir, die Komplexität des Unbewussten. Also worum es geht, ist in gewisser Weise den freudschen Pessimismus, was die Konfliktneigung des Menschen angeht, zu erneuern, also ein komplexes Bild des Menschen zu zeichnen. Dabei, da möchte ich einen zweiten Punkt noch hinzufügen, geht er insofern über Freud hinaus, als er eine, sagen wir, soziale Dimension oder intersubjektive Dimension in die Psyche einführt. Bei Freud, das hat man ihm auch vorgeworfen, das war also ein biologischer Solipsismus, da ist, sagen wir, das Psychische sehr eng an das Organische angegliedert und deshalb geht Freud manchmal sehr naiv davon aus, dass der Einzelne ein organisch abgeschlossenes Ganzes ist. Und für Lacan hingegen ist das Intrapsychische, also mein intrapsychisches Selbstverhältnis, gekommen oder durchkreuzt durch ein intersubjektives oder interpsychisches Verhältnis zum anderen. Also diese beiden Dinge werden bei Lacan zusammengebracht. Da geht er, glaube ich, deutlich über Freud hinaus. Und damit kommt das Soziale auch stärker hinein und, wie schon gesagt wurde, natürlich auch das Sprachliche. Herr Wittmer, wenn man sich jetzt überlegt, will ich eine freudianische Analyse machen oder eine lacanianische, was wären denn da heute jetzt bei Ihnen und Ihren Kollegen die entscheidenden Unterschiede? Also da etwas haben wir schon angesprochen, das ist die Zeitlichkeit. Es gab auch Ansätze bei Freud von einer variablen Zeitlichkeit. Er hat in gewissen Behandlungen hat er Limiten gesetzt zum Beispiel, damit das nicht endlos dauert, beim Wolfsmann etwa. Aber die Sitzungen, die hat er eigentlich strikt an die Uhrzeit gebunden. Das ist sicher ein Unterschied. In Bezug auf die Deutung ist es eine offene Frage, ob die lacanianische Psychoanalyse eine eigene Klinik hat. Auch Freud hat gedeutet und zum Beispiel die Traumdeutung, das ist ein Jahrhundert- oder ein Jahrtausendwerk, das ist eigentlich das meiste ist erhalten geblieben, hat sich als gültig erwiesen. Freud selber hat die ganze Wunscherfüllungstheorie noch diskutiert, hat gewisse Vorbehalte gemacht, aber im Großen und Ganzen ist das, dass der Traum ein Rebus ist zum Beispiel. Das hat auch die Lacanische Psychoanalyse übernommen. Und dort ist kein Unterschied. Also ein Bilderrätsel. Ja, ein Bilderrätsel. Also wenn ich irgendetwas träume, Freud gibt ein Beispiel, es ist jemand, ein Mann, der ein Boot auf dem Kopf hat oder irgend so etwas. Es ist so wie ein Bilderrätsel, man darf das Traumbild nicht zum Bilderwert nehmen, sondern zum Zeichenwert. Das heißt, wenn es artikuliert wird, wenn man darüber spricht, verändert es sich und man sieht, es ist eine Darstellung, eine bildliche Darstellung von etwas, was eigentlich ein Gedanke ist. Und der Gedanke, der ist in Worte gefasst. Also diese Differenz zwischen Wort und zwischen Bild und Wort ist sehr wichtig. Das macht schon der Freudianer?
Das macht aber schon der Freudianer. Und auch das mit dem, was Andreas Cremonini angesprochen hat, findet man natürlich auch Passagen bei Freud schon, dass er das Soziale gesehen hat. Also Massenpsychologie und Ich-Analyse, das Ich-Ideal, wenn sich die Masse mit dem Führer identifiziert, da hat ja Freud vieles vorweggenommen, was dann im Faschismus passiert ist. Oder wenn er sagt, das Unbewusste ist das innere Ausland, dann ist auch da wieder eine Verkoppelung da. Aber andererseits, und ich stimme ihm zu, kommen wieder solche Metaphern wie Psychoanalyse ist Tiefenpsychologie. Das Unbewusste ist das, was quasi im Keller ist. Und da ist Freud einfach nicht immer ganz Freud in den Augen von Lacan. Das heißt, er macht dort den Freud zu Freud, aber das passiert dann eben erst durch seine Lektüre. Und die ist struktural ausgerichtet. Und Freud hatte diese strukturellen Elemente, die zum Beispiel Saussure geliefert hat, noch nicht. Also der Einfluss des Strukturalismus in der Mitte des 20. Jahrhunderts wäre sicher ein wichtiger Punkt. Mhm. Berühren wir vielleicht einige Begriffe und Konzepte, für die Lacan berühmt geworden ist. Das Spiegelstadium, von dem haben einige wohl schon gehört. Also kann man sagen, was man sich vielleicht darunter vorstellt. Das kleine Kind vor dem Spiegel sieht sich selber und bricht in ein triumphierendes Jubeln aus. Das heißt zwar dann jubilieren. Was sagt uns das, dieses Phänomen? Was macht Lacan daraus? Also man könnte ganz gut anknüpfen an seinem vorherigen Votum, dass Freud genau das nicht gesehen hat, dass man sich selber eigentlich weitgehend, nicht ganz, aber weitgehend über den anderen erfährt. Das heißt, das Spiegelstadium hat den Sinn darin, dass sich das Kind zuerst im Spiegel sieht, aber es weiß nicht, dass das ein Abbild von ihm selber ist. Es denkt zuerst, das wäre ein anderes Kind, mit dem es spielen kann. Und mit der Zeit erst merkt es, dass das sein Abbild ist. Und es gibt diese ganze Verliebtheitsdimension, dass das Kind sich in sein Spiegelbild verliebt. Es möchte auf es zugehen, es möchte es küssen, umarmen. Und das gibt ganz rührende Szenen in den Kinderstuben, wenn man das sieht, was die Kinder wie sie ihr Spiegelbild erfahren. Und das Theoretische daran, das theoretische Interesse eben, man erfährt sich über den anderen. Und das ist ja nicht nur im Spiegel so, im Sinne von einem visuellen Spiegel, sondern das ist auch gedanklich so. Oftmals erfahre ich das, was ich denke, über den anderen. Das heißt, oft hört man in Analysen, jemand sagt, Sie denken jetzt sicher, dass ich und so weiter. Und dann wird eigentlich der eigene Gedanke wie im anderen gelesen. Und erst in einem zweiten Schritt merkt man, das bin ja ich selber, der das denke. Genau. Also ich bin der andere. Da wäre Lacan, genau. Da knüpft Lacan an Rimbaud. Je est un autre, ich ist ein anderer. Das heißt, das Erleben seiner selbst im Spiegel ist zugleich auch das Erleben einer Spaltung. Ich bin einerseits ich, andererseits ist es ein anderer, ich bin ein anderer. Wie beeinflusst das, Andreas Cremonini, das Konzept des modernen Subjekts? Und das wäre wieder eine philosophische, weiterführende Fragestellung. Ich möchte noch kurz etwas nachtragen zu diesem Spiegelstadium, weil auch im Alltag kann man das überprüfen. Weil es ist eine geläufige Vorstellung, dass wir im Spiegel die sogenannte Spiegelverkehrung hätten, also spiegelverkehrt. Wenn man sich aber vor einen Spiegel stellt, dann ist das überhaupt nicht so. Das heißt, wenn Sie mit der Hand so machen, dann passiert das genau auf der Seite im Spiegel. Das heißt, die Vorstellung von der Spiegelverkehrung kommt erst dadurch zustande, dass Sie sich vorstellen, Sie bewegen sich in den Spiegel hinein, drehen sich um, und dann haben Sie diese Spiegelverkehrung. Das heißt, da ist bereits schon ein Moment von personaler Alterität im Spiel. Ja? Also ich denke, dafür eignet sich das Spiegel, also das Spiegelphänomen sehr gut. Der Punkt, auf den Sie eigentlich hinaus möchten, ist, ich glaube, Lacan ist jemand, der anders als die neuzeitliche Philosophie nicht von dem Subjekt als einem über sich selbst verfügenden Agenten ausgeht, sondern das Subjekt in den also die Konstitution des Subjekts, die Entstehung von Subjektivität in den Einflussbereich von fremden Mächten stellt. Und diese fremden Mächte, man kann das pauschal Alterität nennen, also Andersheiten, die werden von ihm in unterschiedliche Kategorien von Andersheiten eingeteilt, also diese imaginäre Alterität, das Spiegelverhältnis, die symbolische Alterität, dass ich mit der Sprache konfrontiert bin, aber dann auch die reale
Alterität der sogenannten Triebobjekte. Und von daher gelangt Lacan zu einem ganz anderen Begriff von Subjektivität als dem Begriff, den wir aus der klassischen Philosophie kennen. Damit stellt er eigentlich die Idee des selbstbestimmten, vernünftigen Subjekts, Idee der Aufklärung, in Frage. Absolut, ja. Können wir vielleicht auf diese drei Bereiche, Register werden sie auch genannt, weiter eingehen, das Imaginäre, das Symbolische und das Reale. Lässt sich das übersetzen? Also man könnte das ja am Spiegelstadium zeigen, was damit gemeint ist. Das Spiegelstadium, man denkt immer, das ist etwas Imaginäres, weil das Visuelle so stark im Zentrum ist, weil das ist was spektakulär ist, wenn man das zeigen kann. Aber eigentlich geht das Spiegelstadium erst von einem gewissen Alter an. Das heißt, es braucht schon eine gewisse Sozialisierung durch Sprache. Es braucht einen Dritten, der das Kind hält und sagt und ihm auf das Spiegelbild hinweist, das bist du. Und insofern ist das Symbolische die Voraussetzung, etwas, was Lacan nicht von Anfang weg gesehen hat, aber was er später ganz klar gesagt hat, das Spiegelstadium wird getragen von dem, was er das Symbolische sagt. Also grob gesagt, die Sprache, In die das Kind hineinwächst. Und diese Sprache, die wirkt ja schon intrauterin und in die wird man hineingeboren. Die ist immer schon vor einem da. Deswegen nennt Lacan diese Instanz auch den großen Anderen. Das ist das, was nicht vom Subjekt herkommt, sondern was man immer schon vorfindet, womit man auch benennt wird. Und das Imaginäre wäre dann das, was das Bildliche ist, das Visuelle, was erscheint als Bild davon. Und das Reale ist das, was halt weder imaginär noch symbolisch ist, in dem Fall der Körper. Aber nicht das, was der Naturwissenschaftler misst, also nicht das Gewicht des Körpers oder irgendein Datum, das man erheben kann. Das kann eine Folgerung davon sein, aber das muss nicht sein. Zuerst wäre einfach mal das Reale, zum Beispiel das, was unsichtbar ist, das, was im Körper drin ist. Etwas wird gespiegelt vom Körper, das ist aber die Oberfläche. Aber was drin ist, das wäre zuerst einmal eine Blackbox, das Reale. Aber der Biologe würde sagen, ja, wir schneiden den Körper auf und dann finden wir dieses Organ und das funktioniert so. Und wir haben eine Herzchirurgie, die immer weiter Fortschritte macht. Und das können wir alle, da gibt es keine Blackbox mehr. Ja, klar. Was ist denn der Beweis, dass es... Das heißt nicht, dass das Reale immer nur real bleibt oder unbekannt bleibt. Ein großer Teil des Realen lässt sich symbolisieren. Und das ist ja auch Aufgabe der Wissenschaft. Aber es gibt eben etwas, worauf es Lacan ankommt. Und es geht ja immer um das Subjekt letzten Endes. Also die Frage, wer spricht eigentlich? Wer ist hinter dem, der spricht? Und dieses Reale, das lässt sich nicht weder messen noch sonst irgendwie wissenschaftlich erfassen. Das ist irgendwie eine Quelle, von der wir nur die Erscheinungen kennen, aber das, worauf es aussteigt, Freud hat da vom Urverdrängten gesprochen. Und das ist etwas, was Lacan durchaus teilt. Gibt es Beispiele für Situationen, in denen wir mit diesem Realen konfrontiert werden? Oder irgendwie merken, dass das da ist, ohne dass es benennbar ist? Also ich habe mal gelesen, es ist im sexuellen Genießen, spielt das Reale eine Rolle. Also gerade weil das Reale etwas Fragwürdiges ist, etwas, also fragwürdig jetzt im buchstäblichen Sinn gemeint, was einem interessiert, was ist eigentlich mit mir, was ist der innerste Kern, ist es ein X, an das ich herankommen möchte. Ich stelle mir vor, und dann passiert es zum Beispiel, dass ich eine Fehlleistung mache. Die Fehlleistung, und da ist Lacan vielleicht ein Stück über Freud hinausgegangen, die hat immer etwas mit einem Genießen zu tun. Und was ist wiederum dieses Genießen? Das ist das, was dieses Loch füllt. Also dieses Loch wäre das Reale, das, was mich selber mir gegenüber, was mich unbekannt macht, mir selbst gegenüber. Ich kann noch so über mich nachdenken, es bleibt immer etwas, was ich ausklammere, was unbekannt bleibt. Und an diese Stelle kommt dann das Genießen, sei es das Sexuelle, sei es, dass es in einer Fehlleistung passiert, die auch eine sexuelle Konnotation haben kann. Und in dem Sinn ist das Genießen ein Konzept, das hier quasi wie etwas stopft, ein Lückenbüßer ist. Dann nicht ein Lückenbüßer, sondern etwas stopft. Dann wäre das Reale in gewisser Weise ein Negatives, eine Leerstelle, die nicht aufzufüllen ist. Nehmen wir jetzt, Sie haben das Genießen erwähnt, nehmen wir vielleicht noch ein anderes Wort hinzu, das immer wieder auftaucht, das Begehren. Und da geht es ja offensichtlich um die Wünsche der Menschen. Der Mangel gehört dazu, also man will einen Mangel auffüllen. Wie gehört jetzt das zu diesen
drei Registern, in denen wir den Menschen, das Subjekt, angesiedelt gesehen haben, imaginär, symbolisch, real. Und jetzt ist er offenbar ein begehrendes Wesen. Auch das ein Menschenbild, das den autonomen, vernünftigen Menschen in Frage stellt? Ich glaube schon. Ich glaube, Lacan hat zusammen mit Freud etwas ganz unglaublich Interessantes herausgefunden, nämlich, dass bei Menschen etwas mit den Wünschen nicht klappt. Wenn wir eine, sagen wir, Alltagsvorstellung vom Wünschen haben, dann habe ich einen Wunsch. Ich wünsche mir etwas und wenn das realisiert ist, dann ist der Wunsch befriedigt. Und genau so funktioniert ja das Begehren dann nach Lacan nicht. Ja. Sondern das Begehren ist diese unheimliche Erfahrung, dass ich, sobald ich habe, was ich will oder von dem ich glaubte, dass ich es wollte, sich das Begehren erneuert. Das heißt, so eine quecksilbrige Transformation durchläuft. Und das führt dann dazu, dass wir im Grunde genommen stets anderes begehren. Das ist eine, finde ich, eine ganz wichtige Feststellung, zu der die Philosophie gar nicht wirklich etwas zu sagen hat. Ja? Sondern die Philosophie geht relativ simpel davon aus, wir wollen etwas, wir richten unsere Wünsche darauf, wir handeln entsprechend, um das zu bekommen. Ja? Die Psychoanalyse hat da einen ganz anderen Zugang. Der Mensch als eine Art Hansdampf im Schneckenloch, der nie zufrieden ist. Ja, passt so. Ja. Ja. Also die Einführung, die Erfahrung des Begehrens, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der Klinik der Psychoanalyse, keine Frage. Und das Begehren ist ein struktureller Effekt, der sich eigentlich genau, ich kann wieder auf die Surrealisten kommen und daran zeigen, warum das eben so wichtig ist und warum Lacan hier immer dabei geblieben ist, bei dieser Differenz zwischen Sprache und dem Realen. Das Begehren ist Effekt des Symbolischen, dass das eben nicht rückführbar ist auf irgendetwas Reales. Und deswegen kann kein Objekt diese Differenz zum Realen ganz füllen. Es gibt immer Objekte, die man braucht dazu, aber selbst Objekte der Nahrung, um ein Beispiel zu nehmen, das sind ja hergestellte Objekte, die dieses Einssein des Subjekts nicht mehr herstellen. Wir haben vorher von der Spaltung gesprochen, schon beim Spiegelstadium. Einerseits Spaltung gegen außen, andererseits das, was nicht in der Sprache erscheint. Und das Begehren, das hat jetzt genau damit zu tun, dass wir von der Sprache repräsentiert sind. Wir drücken uns in der Sprache aus und damit grenzen wir etwas aus und an diese Stelle kommen die Objekte. Aber die sind austauschbar. Es sind viele Objekte möglich. Lacan hat ja nicht nur schwierig geschrieben, sondern er hat auch versucht, diese Strukturen, die Sie jetzt gerade beschreiben, in schematischen Darstellungen fassbar zu machen. Und eine relativ einfache davon haben wir hier vor uns. Ich glaube, das ist der Bogen des Begehrens. Mhm. Können Sie das vielleicht kurz erläutern, was wir jetzt daran sehen? Also wir sehen hier zwei Bewegungen gezeichnet. Die eine, das ist von diesem Delta, das wäre wie etwas, wie soll ich sagen, ein Subjekt, das noch keines ist, ein mythisches Subjekt, das dann zu einem S geht, das durchgestrichen ist. Es ist deswegen durchgestrichen, weil der andere Bogen zwischen S und S', das wäre der Bogen der Signifikanten der Sprache. Also wir nehmen an, es ist ein Subjekt da, das hat ein Bedürfnis. Ich habe Hunger. Aber jetzt, wenn ich sage, ich habe Hunger, sage ich es. Und indem ich es sage, ist es auf der Ebene der Sprache. Und dann deswegen, wird es ein Begehren. Dann wird es ein Begehren. Und es gibt keine Nahrung mehr, die quasi auf ein Bedürfnis reduziert. Oder das Bedürfnis und die Nahrung, das ist... Das Bedürfnis verschwindet dadurch, dass es artikuliert wird. Und deswegen sind viele Objekte der Nahrung möglich. Und um noch zu zeigen, wie Lacan Freud gelesen hat, man sieht, dieser Bogen geht von rechts nach links. Schreiben tut man aber von links nach rechts. Also man denkt, ja, warum macht er das verkehrt? Das hat aber deswegen den Sinn, weil Freud sagt, jedes Bedürfnis ist eigentlich ein Wiederfinden wollen. Und dieses Wiederfinden ist eigentlich wie eine Zeitlichkeit, die zurückgeht, die sich zurückbeugt. Ich will etwas Früheres. Die Objekte sind verlorene Objekte, ich will die wiederhaben. Man begnügt sich niemals mit einem Verlust, kann den nie akzeptieren, sondern man tendiert immer wieder dazu, das Subjekt wieder eine Einheit zu werden und das Verlorene zu holen. Aber in dieser Bewegung kommt eben die Gegenbewegung der Artikulation, die geht dann von links nach rechts und stört das. Deswegen hat Lacan unterschieden, das Begehren von der Demande und vom Besoin. Das Besoin wäre das Bedürfnis.
Aber das ist dadurch, dass es Sprache gibt, eben eigentlich kaum mehr etwas, was es bei Menschen gibt. Vielleicht schon noch, wenn die, das wäre etwas, was ganz zur Natur gehören würde. Aber da die Sprache so wichtig ist, wird das eigentlich immer wieder durchgestrichen. Und Freud hat hier einfach von Wunsch gesprochen und hat das weniger differenziert. Es gibt ganz wenige Stellen, wo Freud von Begehren gesprochen hat, aber er hat das nicht konzeptualisiert. Sie wollen etwas ergänzen? Ja, ich habe ein relativ simples Beispiel dafür. Mhm. Und zwar erinnert mich das an einen Trickfilm, den ich aus meiner Fernsehjugend kenne. Und zwar geht es da um einen Coyoten, Carl Coyote und der Roadrunner, der ständig hinter diesem Roadrunner her ist. Das ist eine Art Vogelstrauß. Und auf alle erdenklichen Arten versucht, diesen Roadrunner zu fangen und ihn dann zu verspeisen. Und er schafft es natürlich nie, das geht immer alles schief. Aber der interessante Punkt ist, wenn es ihm wirklich gelingt, diesen Roadrunner mal wirklich fest zu nageln, dann was tut er? Statt ihn aufzuessen, zieht er sich erst eine Serviette an, nimmt die Gabel und Messer vor und tut alles Dinge, die letztlich dysfunktional sind in Bezug auf seine ursprüngliche Absicht. Ja. Da genießt er wahrscheinlich den Mangel. Nicht? Genau. Davon ist ja auch manchmal die Rede, dass wir das gar nicht befriedigen wollen. Also Lacan sagt, il jouit de désirer. Also wir genießen zu begehren. Und deshalb halten wir das Begehren aufrecht und halten eine gewisse Distanz zur Befriedigung. Wir haben jetzt vor allem Beispiele aus dem Bereich des Kulinarischen gehabt, wenn man das jetzt auf Sexualität und Liebe überträgt. Also ich meine, man könnte natürlich diese Graphen noch komplett, nur damit man nicht meint, dass alles so einfach ist wie auf dieser ersten Darstellung. Es wird dann schon komplizierter und da kommen dann Begriffe wie Jouissance, das Genießen, aber auch die Kastration als Begriff des Sexuellen. Wir wollen jetzt darauf gar nicht eingehen, da bräuchten wir viel mehr Zeit. Aber wenn wir das auf den Bereich des menschlichen Liebens und Begehrens im erotischen Sinne übertragen, was heißt das dann dort? Also wenn man von diesen drei Wünschen spricht, Bedürfnis, Besoin, das zweite wäre Demand im Französischen, was wir mit Verlangen oder Anspruch übersetzen können, das dritte mit Begehren, davon haben wir jetzt gesprochen. Lacan spricht da vom Désir. Da wäre die Liebe, gehört zum Zweiten. Die Liebe hat mit dem Anspruch zu tun und ist etwas Unbedingtes. Es geht darum, etwas wiederherzustellen, was vielleicht nie gewesen ist, was eine Ganzheit ist, was eine Harmonie ist. Das wäre die Demande d'amour. Und die ist immer in einem gewissen Spannungsverhältnis zum Begehren. Weil wenn beide begehren, dann ist die Liebe immer wieder in Gefahr. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Formen von Liebe, von Formen der Liebe, primitivere Formen. Man sagt, man kann sich auffressen vor Liebe. Da ist das Einheitliche offensichtlich. Eine elaboriertere Form von Liebe, die macht natürlich, dass man gegenseitig, dass beide Begehren ihren Platz haben. Aber dann muss man eine Arbeit machen, damit diese primitive Vorstellung von Einssein eben aufgebrochen wird, dass man sich gegenseitig leben lässt. Lacan hat ja auch Sätze geschrieben wie die Frau existiert nicht oder es gibt kein Geschlechterverhältnis. Das sind ja so Provokationen. Das müsste man da weiterlesen oder kann man damit was anfangen? Das ist sehr schwierig. Ich muss vielleicht sagen, wo für mich der Kontinent Lacan endet. Der endet irgendwo beim Seminar 20, wo dann tatsächlich diese Formeln der Sexuierung auftauchen. Also ich habe einen sehr beschränkten sagen wir Parcours durch Lacan hindurch bisher absolviert. Und ich glaube, die Merksätze sind dazu da, diesem doch schillernden und mäandrierenden Denken so etwas wie einen Halt zu geben. Deshalb werden sie auch immer wieder zitiert. Aber ich glaube, man muss sie dann immer wieder in den Kontext rückübersetzen, in dem sie dann fallen. Und das, was ich für mich aus diesem Satz rausnehme, es gibt kein geschlechtliches Verhältnis, heißt, es gibt zwischen Mann und Frau oder zwischen der männlichen Weise das Symbolische zu bewohnen und der weiblichen Weise das Symbolische zu bewohnen, keine prästabilisierte Harmonie. Das heißt, es gibt kein ursprüngliches Komplementaritätsverhältnis zwischen den Geschlechtern. Ich würde vielleicht noch, die Zeit rennt uns davon, einen letzten Satz ins Spiel bringen, weil das einfach noch das Begehren aufgreift in einem anderen Zusammenhang. Und Sie fragen, Herr Wittmer, wenn er sagt, in der Ethik, im Seminar über Ethik, wenn er sagt, das Einzige, was man sich zu Schulden lassen kommen kann, ist in seinem Begehren nachzugeben.
Das erstaunt ja. Wir denken immer, wenn wir unsere Wünsche durchsetzen wollen, sind wir Egoisten, dann sind wir gerade unmoralisch. Ja. Warum ist die Ethik, der wichtigste Satz der Ethik, dass man in seinem Begehren beharrt? Weil das mit einer Wahrheit zu tun hat, die eigentlich wie strukturell verbürgt ist. Die Sprache geht uns voraus. Die Sprache, die ist auf eine Art wie unser erstes Gesetz. Wenn wir sprechen, sind wir repräsentiert durch die Sprache. Das Begehren ist ja nichts anderes als diese Ausdrucksform und übrigens das fehlende Geschlechterverhältnis auch, weil sowohl Mann wie Frau sind von Sprache durchquert. Sie bewohnen die Sprache. Das heißt aber, dass man keinen unmittelbaren Zugang mehr zu seinem Körper hat, zu seinem Geschlecht hat. Man weiß eigentlich nichts in dem Sinn, was Weiblichkeit, Männlichkeit ist, weil es sind nicht einfach biologisch, es gibt biologische Vorgegebenheiten, aber es geht ja jetzt ums Psychische. Das Psychische ist für beide Geschlechter geprägt von der Durchquerung durch diese Signifikanten, wie das vorhin gezeigt worden ist, für Mann und Frau. Und das macht, dass beide miteinander sprechen können. Aber dadurch geht dieser naturhafte Bezug, wie wir das bei Tieren annehmen, geht eben verloren. Und diese Einführung ins Begehren ist deswegen ganz wichtig und hat sehr, sehr weitreichende Konsequenzen. Das stellt das Geschlechterverhältnis in Frage. Wir haben jetzt erst wenige Schritte in dieses Universum Lacan getan, aber vielleicht dabei das Begehren geweckt, mehr darüber zu wissen und davon zu verstehen. Ich danke Ihnen sehr, Peter Wittmer, Andreas Cremonini, für diese Erhellungen in unserem Gespräch.